Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Resident Evil für die Switch. Und kurz im Inventar gucken. Genau, da haben wir Kerosin mitgenommen, was wir ja noch gar nicht brauchen. Das können wir erstmal wieder hier reinlegen. Dort rein. Gucken wir mal. Genau, da haben wir nämlich einen Platz frei. Aber vielleicht sollten wir nochmal das Feuerzeug mitnehmen. Die Hundewaffe haben wir auch dabei, ist gut. Jo, und dann lassen wir mal rausgehen. So, müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Ich weiß es gar nicht genau. Mal schauen. Gerade gucken. So, also wir haben ja noch diesen Schlüssel und der kann auch noch genutzt werden für irgendwas. Frage für was? Wir sollten wahrscheinlich hier mal rausgehen. Die hintere Tür da hinten können wir nicht nutzen. Dort oben, denn die ist für was anderes gedacht. Gut. Hier sind auch noch einige Türen, die nicht geöffnet werden können. Die wir mal versuchen können zu öffnen. Und zwar auf der linken Seite, wie man sieht. Das heißt, wir gehen da jetzt mal nach links. Gut, erstmal raus hier. Wieder links gehen? Ist eigentlich egal, ne? Ah, komm, wir gehen trotzdem durch. Ach, der ist jetzt kaputt, der Türgriff, das ist ja super. Jetzt funktioniert er nicht mehr. Jetzt, wo ich den hätte brauchen können. Nur gut. Dann einen Weg gehen. So. Hier. Genau, wir gehen einmal außen rum und dann genau. Okay. Die können wir nicht benutzen hier, denn. Ah, funktioniert nicht. Einfach so. Gut. Müsste eigentlich der Schwertschlüssel, den wir haben, der müsste für irgendein Schloss noch passen, glaube ich. Und ich für was für einen? Aber wir können mal ganz kurz nochmal. Auf jeden Fall eine Stelle, wo noch ein Kamin war. Wo war das denn? So, wir gehen erstmal da oben rein. Ne? Müssen wir kurz schauen. So, hier schlürft noch ein Zombie rum. Ne? Was sollen wir denn auch abknallen, damit der irgendwann nicht mal in die Quere kommt? Naja, egal. Dann gehen wir weiter, bevor wir ihn abknallen. Reicht ja auch. Nochmal. Genau, ging es nicht hier irgendwo hin, wo wir hin sollten? Nicht verkehrt. So, die Tür kriegen wir wahrscheinlich nicht auf. Die ist von der anderen Seite verschlossen, okay. Okay, hier haben wir den Pfeil bekommen. Mann, ey, das ist echt verwirrend und so. Wir sind da, können wir nach rechts. Da können wir nach links. Jetzt müssen wir in die Richtung gehen. Muss gucken, wo wir da hinkommen. Ich weiß das nicht mehr. Mein Gott, ey. Gut, hier könnten wir natürlich einen Schlüssel austauschen, aber wir brauchen ja den Schwertschlüssel noch. Das heißt, wenn wir jetzt den den Schlüssel hier ein rausnehmen. Dann haben wir. Wir machen das trotzdem mal. Ach shit, jetzt kann man nicht mehr Sachen tragen. Das ist doch echt blöd gewesen. Ganz zurück, da habe ich keinen Bock zu. Zack. Ja. Der andere Schlüssel passt hier gar nicht rein, sehe ich gerade. Das ist ja ein ganz anderer Schlüssel. Gut. Und sonst das Heilspray benutzt. Kann man auch mal machen, ne? Einfach mal was verschwenden. Boah. Dann müssen wir doch auf die andere Seite runter. Mal hin.
runter. Das ist, also ich glaube, das ganze Spiel wäre 20 Sekunden. Der Vogel wieder da? Das sind oben Raben, okay. Ganz kurz mal gucken. Durch die offene Tür gekommen. Wir können da eigentlich nur laufen und zur Tür rennen, okay. Gott. Hört sich auch nicht gesund an. Wollen wahrscheinlich ihren toten Vogel rechnen, der da im Käfig lag. Okay, hier war er, stimmt. Mal hier nochmal. Ich muss mal gucken, welche Tür jetzt nochmal hier funktioniert und welche nicht. Rüstungssymbol. Die können wir nicht ziehen. Gut. Was hier unten für ein Symbol? Ja! Super, okay. Schlüssel haben wir jetzt benutzt. Hier auch nochmal. Das heißt, wir haben den jetzt schon dreimal benutzt. Und irgendwie können wir den wohl immer noch benutzen. Okay. Oder liegt Munition? Halt. Ein Stück Fleisch unbekannten Ursprungs. Was liegt denn noch? Liegt da noch irgendwas? Ja. Ein Dolch. Nimm mit. Funktion. Der ist hier aber auch nicht, was wir da jetzt gerade finden zumindest. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Natürlich ist sie von der anderen Seite verschlossen. Kann ich was aufmachen? Nein. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Okay. Wo und wie können wir den Strom einschalten, ist die Frage, ne? Wie gesehen haben. Okay. Also hier übrigens kommen wir jetzt auch nicht weiter. Mal kurz gucken auf die Karte. Zumindest ist da erforscht, der Bereich. Dann geht's wieder raus. Schade. Oh. Da kommt der nächste Zombie auf uns zugeschlichen. Oh, oh. Oh. Gut. Ja, okay. Entschuldigung, ich hab das zu spät gesehen. Will ich nachladen? Ich muss noch ein bisschen Munition. Ich hab schon echt viel Munition verballert, ne? Nein, wir haben noch 4. Boah, wir haben noch genug Schuss. Okay, der Spacko kam dann mal runter. Können wir wieder hoch? Ja, jetzt können wir wieder hoch. Ah. Also es gruselt mich nicht ganz so wie früher, aber... Wissen... Ein bisschen gruselig ist es schon. So, wir müssen kurz gucken, wo wir jetzt nochmal hin können. Ja, wenn es also wir sind jetzt in diesem Stockwerk. Die können wir nicht aufmachen, die können wir machen. Wir können aber versuchen, ganz hinten durchzulaufen. Vielleicht kriegen wir da ja noch irgendwas hin. Probieren es mal. Und da sind wir gekommen, ne? Warte mal. Da sind wir gekommen. Fällt mir gleich gar nichts mehr ein. Ist das okay?
Villa. Villa. Ah, wo können wir denn da noch hin, Mann? Irgendwie, das ist doch echt verwirrend gerade hier. Geh mal raus. Ich geh mal auf diesen Balkon mit der Hundepfeife da. Mal das mal probieren. Ich speichere einfach nochmal zwischendurch. Oh ne, brauchen wir glaube ich nicht. Nee. Ach kurz, wir machen es erstmal anders. Wir speichern, wir haben ja nicht viel erreicht gerade, muss man zugeben. Eine Tür geöffnet, okay. Das war's dann auch. Richtig viel war das nicht. Mal hochgehen. Was hier hinten der Balkon der gemeint war? Wir können von dunkel und Nebel nicht erkennen. Ist das nicht? Ah! Wir sind da. Da kommen wir nicht rein. Da können wir rein. Da waren wir jetzt aber gerade. Das heißt, wir gehen nochmal. Wir müssen nur auf die andere Seite gehen, leider. Wir müssen nochmal auf die andere Seite gehen. Verstören, verstören, aber so ist es leider. Also. Ja, wir werden schon noch den Anschlüssel finden. Gehen wir da erstmal rein. Was ist so ein bisschen? Gerade ist ein bisschen planlos, das gebe ich zu. Aber so wird es den einen oder anderen ja auch ergehen. Es wäre cool, wenn auf der Karte die verschiedenen Schlösser eingezeichnet werden könnten, oder? Das wäre doch einfach viel geiler. Ah, komm, schau nicht. So. Und hier sind wir jetzt genau. So, jetzt können wir da reingehen. Oh, meine Batterie lässt nach. Cool. Aber natürlich nicht. Wir müssen mal kurz ein bisschen Strom dazu geben. Also wir gehen da rein und dann können wir da außen rum gehen. Da gibt es aber nur eine Tür und da gibt es auch noch eine Tür. Müssen wir machen. Geht nicht anders. Dann können wir eventuell nochmal da runter gehen. Versuchen wir. Ja, habe ich natürlich falsch geguckt. Genau. Okay. Mann, ey. Eigentlich nur diesen einen Kamin, den wir gesehen haben, und hätte was anzünden können. Aber wo war der? Ich weiß das nicht mehr. Was ist da? Die Tür, an der wir gerade vorbeigerannt sind, die können wir nicht aufmachen, ne? War nicht schwer, ne? Nein, ich glaube nicht. Scheiße, immer die kacke Rüstungssymbole. Okay. Ah. Ja, Mann, jetzt bin ich auch voll raus, ey, ganz im Ernst. Ich weiß vielleicht gar nichts mehr, was wir machen sollen hier. Nervt nur noch. Hier nochmal unten. Das nicht. Da können wir nicht mehr durch, weil die Tür kaputt ist. Gut. Nicht gut.
heißt, wir können nur... Okay. Bitte nur einen Weg dahin lassen. Dann gucke ich mal, ob ich das jetzt richtig gepeilt habe. Weiß ich auch nicht. Das ist ein bisschen lasch gerade. Das ist auch echt. Vielleicht sollte man sich so das ein bisschen notizmäßiges aufschreiben. Dann wäre es wahrscheinlich leichter. Aber... Das ist nur zu spät, ne? Wenn auch diese Zwischensequenz nicht mehr wäre mit diesem Laden hier, also wenn das so lange dauert, wären wir noch viel schneller durch. So, daraus brauchen wir nicht gehen, da ging es nicht weiter. Können wir nur Munition einsammeln, was wir jetzt aber nicht machen. Wir holen uns auf jeden Fall noch die Schrotmunition, aber nicht jetzt. Gehen wir mal hier durch. Ich glaube, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wie war das denn mit den Hunden, ne? Die Musik ist auch ein bisschen bedrohlich immer, ne? Bedrohliche Musik. Mal kurz gucken. Also, wir sind da und da können wir da reingehen. Okay. Das ist auf der Vorhof, ne? Wo man die, wo man das Kerosin holen könnte. Da war noch ein Hund draußen rum. Nee, lass mal liegen. Oh! Was ist los, du blöde Töle? Was kommen die denn hier hin zu mir? Nein, du sollst nicht diese blöden Blumen einsammeln da. Du sollst einen Ofen hier machen kann oder so. Chemikalien mitnehmen? Was können wir mit der Chemikalie machen, ist die Frage, ne? Den kann ich hier wahrscheinlich nicht. Dann gehen wir erstmal wieder rein hier. So, jetzt haben wir eine Chemikalie. Was können wir mit der Chemikalie machen? Finden wir schon noch raus. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. So, das war doch da, wo Barry uns befreit hat. Barry? Da kommen wir aber nicht mehr rein. Die Tür scheint verschlossen zu sein. Nichts mehr. Und hier? Kommen wir hier hin? Kommen wir da rein, dann können wir wieder zu dieser Tür kommen, wo wir auch in die Kammer kommen, okay? Macht jetzt aber nicht so viel Sinn für uns. Gut. Was könnten wir noch mit der Chemikalie machen? Wir können die Chemikalie mal angucken. Vernichtung von Pflanzen. Unkrautvernichter, okay. Natürlich für alles Mögliche benutzen. Jetzt durchgehe, da sind auch noch zwei Türen. Vielleicht können wir eine von denen öffnen. Wir testen es mal. Zwei rote Türen. Vielleicht ist eine davon mit dem Schwertsymbol verbunden. Das ist super. Ich bin nicht. Nein! Nein, nicht durch. Ah, oh, nein, das war die falsche Tür.
Scheiße. Mann, das ärgere ich gerade. Da bin ich durch die falsche Dings gegangen. Ne? Genau, da wollte ich gar nicht hin. Sehr bescheuert. Toll. Gut, wir müssen den ganzen Weg nochmal kurz hinlaufen. Aber schnell. Bescheuert. Wie bescheuert kann man sein? Oder? Wie bescheuert kann man sein? Ach, Jill. Ach, Jill, ach, Jill. Komm schon. Oh Mann, ey. Och, die Steuerung macht mich echt fertig. Nochmal den ganzen Weg laufen. Hab ich gar nicht mehr, also echt gleich die erste Tür genommen. Wie dumm, oder? Wie dumm. Wie dumm, wie dumm, wie dumm. Okay, aber nicht weiter ärgern. Wir sind ja gleich schon wieder da. 2 Minuten verspielte Zeit. So ist es halt. Wir nicht rein. Aber da kommen wir durch. So. Gucken. So, die Tür nehmen wir nicht. Die nehmen wir gleich wieder machen. Mal kurz die Karte. Wir haben 2 Türen. Da und da. Okay. Das heißt, ob irgendeiner davon passt. Vielleicht haben wir Glück. Die Tür ist verschlossen. Da ist das ein Wappen. Ja, genau. Das war das. Hier. Die Tür ist verschlossen. Ach, okay. Hier ist Rüstungssymbol. Da nochmal hin. Okay, geht's da raus. Mist. Gut, jetzt sind wir da draußen. Echt nicht mehr. Ich weiß echt nicht mehr, wo wir noch hin können. Was ist denn unten nochmal? Da ist nur das. Okay. Oben ist das. Wo wir auch schon alle Türen getestet haben, eigentlich. Weil auch keine mehr reingekommen sind. Wir hängen die Tür noch nicht ausprobiert? Irgendeine Tür? Weiß nicht mehr. Scheiße. Komisch, oder? Kommt man gar nicht mehr weiter, weiß ich nicht mehr, wo wir jetzt hin sollen. Nun gut, gehen wir nochmal hier durch. Durch die blöde Tür und. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Gucken, was klappt. Ich weiß nicht. So, das ist unser Safe Point. Wollen wir mal gucken. Was ist denn hier noch drin? So, ist ja irgendwas, was wir übersehen haben. Mal kurz das dahin. So, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir testen es mal. Ich dachte, man könnte das irgendwie auflösen oder so, aber das geht anscheinend nicht. Okay, also packen die Chemie wieder hier rein.
Und das Schild auch. Dann nochmal das Feuerzeug mit. Ja, und dann speichern wir. Und dann hoffen wir einfach, dass wir beim nächsten Mal weiterkommen. So ein Scheiß. Tut mir leid, Leute. Aber ich werde nochmal die ganzen Gänge durchgehen. Dann hoffe ich auch, dass wir da was finden. Wäre ja sonst ärgerlich. Tschüss.